Hallo Leute, in diesem kurzen Video zeige ich euch, wie man bei einer Time Capsule die Festplatte wechselt und warum ich eine WD Red Festplatte eingebaut habe. Zusätzlich werde ich noch den internen Lüfter reinigen. Der Hauptgrund für den Wechsel der Festplatte ist, dass einige Time Capsules, welche zwischen 2014 und 2018 hergestellt wurden, einen Materialfehler beinhalten könnten. Bevor mit dem Umbau gestartet wird, muss aus Sicherheitsgründen das Stromkabel von der Time Capsule abgesteckt werden. Nun muss man die Grundplatte mit einem harten Metallspatel aushebeln. Dazu fährt man zwischen das Gehäuse und der Grundplatte vorsichtig ein und drückt die Gehäusewand leicht nach außen. So können die 12 Clips, 3 pro Seite, aus der Halterung der Grundplatte springen. Vorne und hinten sind am Gehäuse dünne Kabel angebracht, also den Spatel nicht so tief in die Time Capsule einstecken. Danach entferne ich den groben Staub erstmal aus dem Inneren der Time Capsule. Jetzt kann auch schon der Anschluss mit dem Netzkabel nach oben abgezogen werden. Die 4 T8 Torx-Schrauben ausdrehen und den Metalldeckel abnehmen. Danach müssen die 3 Kabel von der Platine gelöst werden. Das Kabel mit dem breiten Stecker kann nach oben abgezogen werden. Beim Abziehen muss die linke und die rechte Raste am Stecker gedrückt werden. Die Rasten dienen als Sicherung, damit der Stecker sich nicht selbstständig von der Platine lösen kann. Die anderen beiden Kabel werden nicht nach oben, sondern zur Seite von der Platine abgesteckt. Mit einem flachen Kunststoff hinter die Kabel fahren und die Stecker leicht nach vorne, also weg von der Platine, drücken. Jetzt nur noch die Gummiabdeckung abziehen und die Festplatte ist sichtbar. Wenn man den SATA-Stecker an der Festplatte abzieht, muss man die beiden kleinen Sicherungsnasen gleichmäßig nach oben ziehen, bis sich der Stecker von der Festplatte gelöst hat. Nun kann die Festplatte entfernt werden. Es kann sein, dass die Festplatte streng im Gehäuse steckt. Mit ein bisschen Wackeln sollte sich die Festplatte jedoch lösen. Bevor wir aber zum Einbau der neuen Festplatte kommen, entferne ich noch die 2 Schrauben ganz unten im Gehäuse, um das komplette Innere der Time Capsule nach oben zu entfernen. Wenn man die beiden Seiten des Festplattenschachtes leicht zusammendrückt, lösen sich die Verbindungen der Steckplätze vom Gehäuse und der Schacht setzt sich frei. Nun kann man den Lüfter abschrauben und entfernen. Wenn man die rechteckigen Klipse rund um den Lüfter vorsichtig zur Seite drückt, öffnet sich das Gehäuse des Lüfters. So kann man jetzt ganz einfach das Innere des Lüfters reinigen. Nun alles wieder zusammensetzen, den Lüfter einschrauben und das Kabel ordentlich am Festplattenschacht verlegen. Bevor ich den Festplattenschacht wieder in das Gehäuse einsetze, müssen die beiden unteren Gummihalterungen an das Format der neuen Festplatte angepasst werden. Sonst passt die neue Festplatte nicht in das Gehäuse. Hier sieht man, dass die untere Halterung von mir schon angepasst wurde. Wenn ihr die gleiche Festplatte wieder verbauen möchtet, könnt ihr euch diesen Schritt sparen. Jetzt zur neuen Festplatte. Warum habe ich eine NAS Festplatte gewählt? Die Festplatte der Time Capsule ist ständig in Betrieb. Man kann sie nicht ausschalten. Bei Inaktivität gibt es eine Art Ruhemodus, der aber selten eintritt. Eine NAS Festplatte ist zwar ein bisschen langsamer als eine normale schnell drehende Festplatte, sie ist aber robuster gegen hohe Temperaturen, leiser und braucht vor allem weniger Strom. Und das waren für mich die ausschlaggebenden Punkte. Wenn nun alles zusammengebaut wurde und der Festplattenschacht mitsamt der neuen Festplatte im Gehäuse steckt, muss auch die obere Gummihalterung an die neue Festplatte angepasst werden. Danach in umgekehrter Reihenfolge die 3 Kabel mit der Platine verbinden und das Stromkabel mit der Halterung am Gehäuse befestigen. Jetzt noch die Grundplatte einklipsen und fertig. Über das AirPort-Dienstprogramm kann die Time Capsule jetzt wieder neu konfiguriert werden. Ich habe meine zu einem vorhandenen Netzwerk hinzugefügt. Wenn alles soweit abgeschlossen ist, muss man im AirPort-Dienstprogramm den Reiter Festplatten auswählen. Darin die neue Festplatte anklicken und formatieren. Danach kann man die Time Capsule wieder normal verwenden. Wenn euch mein Video gefallen hat, würde ich mich über einen Like sehr freuen. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!